Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio-CD.at. Heute ist Dienstag, der 25. Juni 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute geht es um jenen Tag, 25. Juni, an dem die meisten österreichischen Unternehmen an die Börse gegangen sind. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Here's Market and Me, podcasting for a quick day. Wait, tell me, hey, ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty im Juni, die ist präsentiert von Wienerberger. Der ATX leicht schwächer, ein Minus von 0,05% auf 3.617 Punkten, jetzt um 12 Uhr. Top-Performer aus der 39 Titel umfassenden Private Investor Relations Group sind der Verbund mit plus 1,6%, die Warimpex 1,5% und die Frequentis mit plus 0,8%. Im DAX schaut es heute ein bisschen schlechter aus, weil wir zwei Titel haben, die nach Bad News, nämlich Airbus und Merck, sogar 10% verlieren. Der heutige Tag ist Börsegeschichte, denn mehr Börsegänge gab es an keinem anderen Tag mit Österreich-Beteiligung als am 25.06. Österreich-Beteiligung sage ich deswegen, weil Österreich immer dabei war, aber nicht immer die Wiener Börse. Beginnen wir mal 1992, Wiener Privatbank an die Wiener Börse. Dann geht es weiter 1997, SBO zunächst nach Brüssel an die ISTEC und Hirsch Servo nach Wien, damals in den FIT Market. 1998 Aibel International, ja, die sind in Brüssel auch an die ISTEC gegangen. Im Jahr 2000 war es die EMTS mit IPO in Zürich. 2001 war es Andritz mit IPO in Wien und letztendlich dann 2014, und da darf man heute ganz besonders zum 10-Jährigen gratulieren, die FACC mit dem IPO in Wien, und die haben auch an diesem Tag 37 Millionen Euro den höchsten Tagesumsatz in der eigenen Börsegeschichte gehabt, ja. Deutlich mehr Mitarbeiter als früher, und so kann man jetzt einfach wirklich von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Und it's fun to stay at the FACC. Keine Sorge, ich singe das jetzt nicht, aber die gewinnen vor allem Preise, was Mitarbeitermotivation und das ganze HR rundherum betrifft. Und das ist einfach nur leibend. Im Rahmen meiner Handshake-Tour im Sommer werde ich auch Anfang Juli bereits die FACC in Oberösterreich besuchen, den Robert Machtlinger, und da dann auch noch persönlich gratulieren, natürlich. Karriere und HR gibt es auch bei einer VIG-Tochter, der Dieter Moritz übernimmt die Leitung der Wiener Städtischen im Burgenland. Und der Flughafen Wien hat die amtierenden Vorstandsmitglieder, und ich sage dazu die erfolgreichen amtierenden Vorstandsmitglieder Julian Jäger und Günter Hofner, für eine neue Funktionsperiode ab Oktober 2025 schon jetzt wieder bestellt. Julian Jäger 5 Jahre, Hofner 3 Jahre. Verbund ist heute Tagessieger, und da ist auch ein Auftrag dahinter. Wacker Chemie und der Verbund haben einen langfristigen Liefervertrag zur Versorgung des Produktionsstandortes in Burghausen mit Strom aus Wasserkraft abgeschlossen. Zertifikate-Musik spiele ich auch, weil jetzt die Real-Life-Nacherzählung des Zertifikate-Awards 2024 für Österreich heute live gegangen ist. Da kann man dann Kategorie für Kategorie nachhören, welche Bank, welcher Emittent gewonnen hat und vor allem auch mit welchem Produkt bei den meisten Kategorien, dort wo das zuordnenbar ist. Und natürlich hört man auch, wer den Gesamtsieg erreicht hat. Na gut, dann bleibe ich heute auch gleich bei dieser Bullish Girl, Bearish Boy Musik für den Research-Abspann. Und zwar haben wir da Kepler-Chevreux, die bestätigen Kaufen für die VIG, erhöhen das Kursziel von 26,5 auf 34,5 Euro. Und Kepler hat auch ein Buy für Unica parat. Kursziel geht von 8 Euro auf 10 Euro. HSBC bestätigt die Telekom Austria mit Halten. Das Kursziel geht von 8,0 auf 8,1 Euro
nach oben. Nach oben unter die letzten 16, das wird heute das österreichische Team schaffen, da bin ich ganz sicher. Tschüss und Baba, sagt Christian Drastil.